Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann, was für den Abwasch ganz genau so gilt, sagt mein Mann. Hillau! Kennt ihr mich noch? Ich kam zu euch als Hausfrau doch. Ich nahm euch mit zum Supermarkt und schilderte euch meinen Tag. Und dies Jahr kommt noch was dazu, was ich nun täglich machen tue. Mein Gatte sprach, wir müssen sparen. Wir wollen doch in Urlaub fahren. Ich will was sehen von der Welt. Und kürzt mir prompt das Haushaltsgeld. Nun kann ich ohne Geld nicht shoppen. Ich sitze gleichwohl auf dem Trockenen. Das bisschen Rest, das mir verblieben, reicht gerade zum Kochen für die Lieben. Was sollte ich tun in meiner Not? Ich suche mir einen Nebenjob. Die Zeitung ist ja voll davon. Und irgendetwas finde ich schon. Um mich langsam vorzuwagen, begann ich Zeitungen auszutragen. Doch irgendwie, ich weiß nicht recht, kam ich dabei nicht vom Fleck. Bei Müllers hielt ich gleich ein Schwätzchen, bei Meyers rettete ich das Kätzchen, bei Kiefers gab's einen Kuchensnack, bei Sommers noch ein Gläschen Sekt. So zog sich meine Runde hin. Und ehe ich dann zu Hause bin, ist Mittag. Und die Zeitungsnews sind längst schon wieder alter Schmus. Da sprach mein Chef mir ins Gesicht: Bummeltanten brauch ich nicht. Jedoch deine Kinder fragen, ob die die Zeitungen austragen. Nun, so ging ich meiner Wege, während ich was Neues überlege. Denn nur das Neue hält uns jung. Es lebe die Veränderung. Ich könnte meine Begabung nutzen und einfach mal bei Nachbars putzen. Bei Hansens, die im Urlaub sind, macht das für mich den meisten Sinn. Hansen sind bei uns hier im Viertel die Neuen. Und wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen, dann werden sie sich freuen. Da komme ich auch ganz einfach rein. Der Schlüssel liegt unterm Dekoschrein. Da sieht's aus, mein lieber Scholli. Überall Fels von Hauskatze Molly. Die Möbel stehen kreuz und quer. Klamotten liegen wild umher. Die Schränke stehen auf, die Bilder sind schief. Aus der Küche kommt so ein komischer Mief. Die Kühlschranktür steht auch ganz weit offen. Das macht mich irgendwie betroffen. Ich meine, dass Hansens nicht so ordentlich sind, weiß bei uns hier im Viertel schon jedes Kind. Vier bunte Mülltonnen und nie sind die voll. Beim Wegschmeißen haben sie scheint's nicht so doll. Ich putz also, ich wische, ich wirbel und räume. Bald funkeln und glitzern die unteren Räume. Nur die obere Etage, nö, die schaffe ich heute nicht. Die mache ich dann morgen ordentlich. Doch was muss ich früh in der Zeitung lesen? Bei uns im Viertel sind Einbrecher gewesen. Die haben das Auto geklaut und den Kühlschrank geplündert. Und damit sie dabei auch niemand behindert, wurde die Familie, mir wird ja ganz bang, eingesperrt im ersten Stock im Kleiderschrank. Ich glaube, ich lasse das Putzen und Wischen bei Nachbars lieber. Stellt euch vor, ich käme dazwischen. Da wäre ja womöglich ich nur verdächtig. Das schadet meinem guten Ruf ganz beträchtlich. Und so beschloss ich zu Hause beim Kuchen, mir doch lieber noch was Neues zu suchen. Denn nur das Neue hält uns jung. Es lebe die Veränderung. Dass hiesige Grünflächen handzeichen werden. Unsere Stadt soll grüner werden. Zum Frühjahr werden für kleines Geld Pflanzhilfskräfte eingestellt. Morgens hieß es angetreten, zunächst waren mal die Beete zu jäten. Danach erklärt uns ein Mitarbeiter, pflanzt das nach da und dann da weiter. Und wenn ihr Fragen habt, dann ruft. Der Schwarz und Schwupps war verduft.
Wir teilten uns auf in Zweiergruppen und machten uns dran, die Arbeit zu wuppen. Zusammen mit Hilda, die kenne ich vom Sport, grub ich und pflanzte in einem Fort. Wir amüsierten uns dabei überaus prächtig, ein Schnäpschen zur Pause half dabei beträchtlich. Zum Feierabend nahte dann der Gärtner vom Grünflächenamt und sprach: Hallo, die fleißigen Damen, beachtenswert, was Sie geschafft haben. Dann schaut er näher hin, der Mann, tritt ganz nah an die Beete ran und fängt plötzlich an zu schimpfen und toben: Verdammt, das Grüne muss doch nach oben! Der hört gar nicht auf zu schimpfen und fluchen. Ich glaube, ich muss mir was Neues suchen. Denn nur das Neue hält uns jung. Es lebe die Veränderung. Also der ist gut. Als ich nun zu Hause meinem Mann erzähle, wie ich mich für unser Urlaubsgeld quäle, da seufzt er und sagt zu mir: Seit Wochen kommst du nämlich mehr dazu, so richtig zu kochen. Deswegen sage ich, lass das mal lieber und bring unser Auto zur Werkstatt rüber. Bevor uns der Karren im Urlaub verreckt, wäre es mir lieber, der wird nochmal durchgecheckt. In der Werkstatt angekommen, hat mich der Chef dort beiseite genommen und sprach: Wir haben Sie zwar erwartet, bald wird noch ein Kleinwagen gewartet. Da dauert die Reparatur noch an, weil Lego gerade nicht liefern kann. Ich mache wirklich keine Faxen. Die liefern für den Smart die Achsen. Nun musste ich mir die Zeit vertreiben und stellte fest, die Fensterscheiben, Wände, Boden, Fleck an Fleck. Die ganze Werkstatt starrt vor Dreck. Und um die Wartezeit zu nutzen, begann ich einfach, die Scheiben zu putzen. Der Chef war begeistert und fragte mich konkret, ob irgendwas dem im Wege steht, als Hilfe bei ihm anzufangen. Mein Job wäre es, die Kunden empfangen, und wenn keiner käme, dann könnte ich inzwischen ja Schrauben sortieren und ein bisschen wischen. Da war ich begeistert. Das können Sie glauben. Von nun an sortiere ich Muttern und Schrauben, denn nur das Neue hält uns jung. Es lebe die Veränderung. Damit ich glaubhafter auftreten kann, dreht mein Chef mir eine Mütze an und mit Stahlkappenschuhen und im Overall helfe ich hier und da und überall. Sogar das erste Gespräch mit dem Kunden hat der Chef mir aufgebunden. Auch ohne Ahnung könnte ich das. Als ich ihn fragte, warum, kam als Antwort das: Gute Dame, ich habe entdeckt, das eine, das beherrschst du perfekt. Besser kann auch ich den kaum. Den entsetzten Blick in den Motorraum. Nach ein paar Wochen, ich war ganz geknickt, passiert mir dann doch mal ein Missgeschick. Es war sehr spät und ich war so am Putzen und ich wollte doch auch mal dem Meister was nutzen. Da habe ich dann einfach mal was riskiert und habe das Auto vom Bürgermeister frisiert. Der bekam von mir auf die Schnelle eine frisch ondulierte Nockenwelle. Den Motor habe ich blitzblank gescheuert. Die Bremsen glänzten mit Atta wie rund erneuert. Alle Leitungen schön mit Spüli gespült, damit auch ja nirgendwo mehr Öl rausquillt. Am nächsten Morgen, der Meister war baff, was ich so in einer Nacht alles schaff. Er sprach zu mir nur: Um Himmels Willen, möge ich da niemandem niemals nichts von erzählen. Dann rief er den Bürgermeister an und berichtete ganz behutsam dem Mann: Ich kann das hier ganz deutlich sehen. Wir haben leider ein Problem. Es liegt nicht an der Batterie. Der ganze Rest ist leider hin. Ich möchte Sie nun wirklich nicht verdrießen, doch wäre das ein Pferd, dann müssten wir es erschießen. Mein Chef bat mich nach dieser Sache, dass ich das niemals wieder mache, und hat mich erstmal umversetzt.
Ich arbeite an unserer Tankstelle jetzt, denn nur das Neue hält uns jung. Es lebe die Veränderung! An unserer Tanke hielt ein Wagen. Und ich kann es echt nicht anders sagen, der war verbeult von Front bis Heck. Nirgendwo ein glatter Fleck. Der Fahrer sagt, Tanken sind voll und waschen wäre auch ganz toll. Ich sag ja gern, ich hol den Schlauch. Soll ich mir dann bügeln auch? Wir haben auch eine Waschanlage. Da trafen sich an einem Tage ein Pfarrer, ein Priester und ein Rabbi. Die wuschen einen Mercedes, einen VW und einen Trabi. Der Pfarrer kippt Wasser auf sein Dach. Der Priester macht ihm eifrig nach. Dann nimmt der Rabbi die Säge zur Hand und sägt sich ein Stück aus seinem Auspuffrand. Ich gucke mir das Ganze recht irritiert an. Dann gehe ich darüber und frage den Mann, was soll denn das für ein Tuning werden? Macht Ihnen Ihr Heck irgendwelche Beschwerden? Der schüttelt den Kopf und zeigt auf die beiden, hey, wenn die ihre taufen, dann kann ich meins beschneiden. Tag um Tage, mal mit, mal ohne Mühe und Plage. Hier trifft man täglich alle Welt und bekommt dafür noch Geld. Nur immer möchte ich hier nicht bleiben. Zwar mag ich alle hier gut leiden, bloß immer Arbeit finde ich doof. Drum bin ich heute hier im Lindenhof und nehme teil am Narrenball. Leute, heute ist Karneval, denn auch das Lachen hält uns jung. Es lebe die Veränderung! Unsere Hausfrau Anja Fischer. Anja, ich habe da natürlich nochmal eine Frage. Wie sieht denn die ganze Nummer eigentlich aus? Warum können die Frauen so schlecht parken? Du hast bestimmt eine Erklärung dafür. Ja klar, seitdem ich in der Werkstatt arbeite, habe ich festgestellt, Frauen können wirklich schlecht einparken. Das liegt aber nur daran, dass die Männer uns immer erzählen, das hier wären 30 Zentimeter. Anja, ich hab dich lieb. Sehr schön. Hat's euch gefallen?